Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ja, ich hoffe, euch hat mein erstes Let's Play von Far Cry 4 im Koop-Modus mit dem netten Herrn Kampfschwein gefallen. Seinen Kanal werde ich auf jeden Fall auch noch darauf verlinken. Und ich wollte einfach mal ein Review dazu machen. Wie finde ich das Spiel? Was ist geil? Was könnte besser sein? Und zwar, ich habe jetzt einfach mal ein paar Screenshots noch vorbereitet für euch. Und zwar, das ist das Menü hier, ja, es ist auf jeden Fall sehr geil gemacht, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Ich werde jetzt erstmal normal weiterreden, um meine Stimme zu schonen mit dem Hals. Also Leute, ich kann euch das Spiel nur wärmstens wirklich nur empfehlen. Ich sag mal so, ich gebe von 10 möglichen Punkten, gebe ich wirklich 9,5, ja. Ihr könnt eure Kampagne offline fortsetzen und online fortsetzen. Wenn ihr so offline fortsetzt, ist es ganz normal Singleplayer für euch alleine. Wenn ihr so online fortsetzt, ja, dann können, sage ich mal, noch andere Leute, also Koop-Mitglieder, mitkommen halt, mit euch mitspielen, eure Freunde. Oder ihr könnt euch auch einen Partner im Internet suchen. So, aber hier gibt es auch noch was, den Session Browser. Da gibt es auch Spielmodi wie, dass man mit 10 Leuten insgesamt ja einen Außenposten einnimmt. Das sind die ganz großen Außenposten, diese Festungen, Burgen. Dann gibt es einen Map-Browser hier, ist auch richtig geil. Vor allen Dingen, ihr könnt im Map-Editor auch eigene Außenposten erstellen. Dann könnt ihr so Assassination-Games machen, ihr könnt wirklich richtig viel da machen. Also so Escort-Service, also hier so mit so Geiselbefreiung und all so ein Scheiß. Ist richtig geil auf jeden Fall, kann ich echt nur empfehlen. Ich habe jetzt nämlich auch schon eine Map im Map-Editor gemacht, so einen Außenposten, so im Schnee, mit einer Schneeatmosphäre und so, richtig geil. Dann habe ich halt nur eingestellt, sobald ein Alarm betätigt wird, also man entdeckt wird, ist halt die Mission verkackt. So, ne? Und die habe ich jetzt auch hochgeladen, habe ich auch veröffentlicht, das heißt, wenn ihr das Spiel jetzt habt, bei Uplay geht rein, Map-Browser, sucht einen Außenposten, seht ihr dann auch meine Map. Meine Map heißt da Outpost Cold Knife, das ist meine Außenposten, die ich gemacht habe. So. Scheiß Anfrage von Windows 7. Entschuldigung. So. So viel zum Map-Browser, Map-Editor und Session-Browser. Wie gesagt, im Map-Browser könnt ihr wirklich alles, ne? Auch von Uplay, Ubisoft persönlich, die haben auch 4 bis 6, 8 eigene Maps gemacht, die auch richtig geil sind. Weil wir hatten doch eigentlich immer das Problem, dass wenn wir mit Far Cry 3 durch waren, dass wir keine Gegner mehr hatten, ja? Klar, man konnte die Außenposten zurücksetzen, aber es ist ja irgendwie trotzdem langweilig gewesen, ganz ehrlich jetzt. Und auf jeden Fall, ihr könnt dann die sowieso zurücksetzen. Es kommen immer wieder Feinde, auch im Spiel. Eingenommene Außenposten können zwar nicht zurückerobert werden, aber wenn ihr, sage ich mal, eingenommen habt, einen Außenposten, seid, sage ich mal, 20 Minuten später weiter, was weiß ich, irgendwo in einem Wald oder in der Höhle oder im Wasser, und dann kriegt ihr eine Meldung, ihr seht dann, dass eure Leute angegriffen werden, euer Außenposten. Dann müsst ihr natürlich dann retten, dann bekommt ihr nochmal extra Karma-Punkte. Diese Karma-Punkte bekommt ihr im Spiel, wenn ihr euren, ihr seid ja in einem Stamm, ja, wenn ihr den Leuten hilft, so, diese Meldung nicht mehr anzeigen, jetzt habe ich euch Schnauze voll, kriegt ihr halt Karma-Punkte und da gibt es auch nochmal, sage ich mal, extra Achievements für. Es gibt in dem Spiel insgesamt, glaube ich, wie viele Missionen gab es denn? 39? 27 Außenposten, 18 Funktürme, das heißt da Glockentürme, die Funktürme, Leute, waren bei Far Cry 3 richtig einfach. Hier ist es schon, sag ich mal, eine richtige Herausforderung. Zum einen sind diese Funktürme, die heißen jetzt hier Glockentürme, erstens sehr, sehr schwer zu erreichen, also erstmal dahin zu kommen. Dann ist es sehr, sehr schwer da hochzukommen, wenn man im Turm ist, da gibt es so viele Sachen. Und dann gibt es was richtig Mieses, das habt ihr in meinem letzten Let's Play gesehen, Together, also diesen Koop-Modus mit meinem Kollegen Kampfschwein. Am Ende wurden wir von Bienenstöckern angegriffen, ja. Wenn du auf so einen Bienenstock schießt, aus Versehen, oder die Gegner schießen extra da drauf, ja, dann werdet ihr auch noch von Bienen verfolgen, die machen richtig Aua, ja, die tun dann richtig weh, da seid ihr direkt im Arsch. Wie gesagt, das Spiel ist, sage ich mal, eine atemberaubende Awesomeness. Ich finde da keine Worte für, es ist richtig geil. Klar, es gibt ein paar kleine Fehlerchen noch, aber die, wie gesagt, das Release Date ist ja erst seit heute Nacht. Also seit 19 Stunden haben wir jetzt erstmal das Release Date durch. Wie gesagt, wenn ihr meine Map spielen wollt, würde ich mich freuen im Map-Browser. Die Leute, die es haben, die Leute, die es nicht haben und fragen sich jetzt, soll ich das mir kaufen oder ist das gut? Ja, es ist auf jeden Fall sehr geil. Aber guckt euch bitte vorher die Systemanforderungen an, weil ich kann es so gerade spielen und ich habe 4 GB Arbeitsspeicher. Dann habe ich einen guten Quad-Core und eine sehr gute Grafikkarte. Das heißt sehr gut, eine gute Grafikkarte.
Und ich kann es einigermaßen so spielen auf mittleren Einstellungen, so auf Grafik, so gesehen, grafiktechnisch gesehen. Und ihr habt ja gesehen im Let's Play, dass die Grafik trotzdem unnormal geil war. Und ich will gar nicht wissen, wie die auf Ultra ist. Es soll doch sogar noch eine Einstellung über Ultra geben, die heißt einfach Nvidia. Ja. Und wie gesagt, ich gehe mal hier weiter. Was haben wir hier noch? Genau, das ist ein Ingame-Screenshot von mir, wo ich hier einen Bogen habe. Es ist sehr, sehr, sehr detailliert ist das. Und das ist auf mittlere Einstellung, Leute. Ja, das sieht man natürlich auch ein bisschen. Aber so ist es einfach geil. Also ich kenne kein Spiel, was zurzeit an diese Grafik rankommt. Noch nicht einmal Crysis 3 oder Assassin's Creed Unity, dieser Scheiß. Entschuldigung, aber ich mag Assassin's Creed Unity nicht. Dann habt ihr hier die Fähigkeiten, hier euren Skilltree. Hier könnt ihr wirklich sehr, sehr viele Sachen machen. Für manche Skills braucht ihr, sag ich mal, einen Skillpunkt, dann für manche zwei und später dann auch noch für drei. Dann seht ihr hier oben, das sind diese Karma-Punkte. Das sind eure XP. Die 0 hier, die ihr da seht, das sind halt eure Skillpunkte. Die 38.827 Yen, das ist die Währung da. Yen, das ist euer Geld. Und das ist eure Beuteanzahl, ja. Hier ganz rechts die 11. So. Craften ist wie immer immer geil, aber es ist ein bisschen schwieriger geworden, vor allen Dingen, weil es gibt auch Elefanten, die muss man häuten, die sehr schwierig zu töten sind. Ist ja klar, ein Elefant kann bis zu 5 Tonnen wiegen. Das merkt man auch im Spiel, die sind hautnah, richtig echt realistisch. Dann gibt es noch einen Panzer-Rhinoceros, ja, einen gepanzerten Rhinoceros, der ist so schwer zu töten, da müsst ihr, glaube ich, schon mit zwei Mann draufkloppen, mindestens, sonst schafft er das nicht. Und so viel dazu auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall geil. Dann hatte ich noch eben ein Screenshot. Genau, ihr könnt auch zwischendurch, sage ich mal, hier so ein paar Sachen lesen. Da habe ich auch einen Erfolg freigeschaltet. So, hier seht ihr dann mal, was man craften kann. Da kann man wirklich viele Sachen machen. Ne, Samba-Fell wird benötigt hier für die nächste Beutetasche. Genau, Außenposten befreit. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Aussicht. Habe ich ja gerade auch noch XP bekommen für die Dings. Was auch geil ist, wenn ihr eine Person normal killt, ist egal mit welcher Waffe, gibt es 10 XP. Ja, mit Headshots sind es 25 direkt. Dann habt ihr hier, wie ihr seht, hier Wurfmesser. Habt ihr gerade leider 0 gehabt. Aber am Anfang könnt ihr bis zu 3 Wurfmesser mit euch tragen. Und diese Wurfmesser sind so haargenau und geil. Und wenn du triffst, sofort tot. Ja, am besten in den Kopf, dann ist der Typ sowieso. Genau, Mission gescheitert. Hier sieht man auch einen schönen Elefanten da im Wasser. Und dieses Tier hier, dieses Reptil, möchte ich eigentlich geheim halten. Eigentlich ist es nicht mehr geheim wegen der Aufnahme, die ich gemacht habe. Ist halt so ein Kugelfisch, der sehr aggressiv ist. Also, ne, hier bin ich gerade auf einem Elefanten. Das ist ein Auto, eine Brücke. Genau, da habe ich den Penis ein bisschen begutachtet. Hier eine Maske kann man auch einsammeln. Ach ja, ihr könnt sehr viele Propagandaposts auch einsammeln. 150 Stück und diverse andere Sachen. Jetzt hört man bei mir im Hintergrund so einen scheiß LKW. Entschuldigung dafür. Und dann habt ihr hier diese Riesenkarte. Die geht, wenn ihr jetzt... Ihr seht meinen Mauszeiger wahrscheinlich nicht. Die geht bis rechts. Hier ganz steil nach oben. Rechts, links. Nochmal richtig weit runter. Und ihr habt hier diese ganzen Fragezeichen. Das sind halt spezielle Orte, die wunderschön sind. Und die muss man entdecken. Da kriegt ihr auch XP für. Banapur ist hier der Hauptpunkt, wie bei, Far Cry 3, Amanaki. Ihr könnt ein Drive-By machen im Auto, ja, ihr könnt da durchschießen, aber nur mit Side-Arms-Waffen, also mit Pistolen oder hier halt so MPs, wie die Scorpion hier. Um die Bienen totzuschlagen, genau, das war das, was ich eben angesprochen hatte. Genau, so sieht zum Beispiel ein Glockenturm aus. Die Gegner hatten wir da schon tot gemacht. Bei dem ersten ist sowieso kein Gegner dabei, also, aber es wird halt immer schwieriger. Und wenn man hier ranzoomt, sieht man diesen Bienenstock, ja, richtig fies gemacht auf jeden Fall. Dann kriegt ihr noch extra XP, wenn ihr einen Truck zerstört. Ja, und kommt drauf an, wie ihr das... Das ganze Spiel ist auch darauf basiert, wie ihr vorgeht, ja. Ob ihr... Also ich bin ja so ein Stealth-Typ, ja. Der immer, sag ich mal, mit Takedowns und so vorgeht. Da kriegt ihr unendlich viele Mengen an XP. Und im Story-Modus gibt es halt eine Frau und einen Mann. Die Namen könnt ihr euch ja selber dann irgendwann mal... Wird ihr alles sehen und hören und riechen. Riechen vor allen Dingen. Oh mein Gott. Ja, ich rede mal so weiter. Auf jeden Fall, es ist wirklich geil. Weil ihr müsst Entscheidungen treffen im Spiel. Ja, nicht so wie am Ende bei Far Cry, Citra, wollt ihr sie bumsen oder nicht, lasst ihr die Freunde frei. Das war eine Entscheidung, aber hier habt ihr wirklich, bei fast jeder Mission müsst ihr selber entscheiden. Geiselbefreiung, Assassination-Modus. Dann gibt es 4 riesengroße Außenposten, diese riesengroßen Festungen, auch die von Pergamin, die ist sehr schwierig.
wenn ihr die eingenommen habt, könnt ihr die noch einmal, da gibt es so einen Stein, der leuchtet, da könnt ihr dann hingehen, oder der ist mit Nebel, oder der ist irgendwie, weiß ich nicht, mit Qualm. Da könnt ihr dann auch hingehen, oh scheiße, mein Hals, da könnt ihr dann hingehen und den Meisterschaftsmodus aktivieren. Und wenn ihr diesen Außenposten, Schrägstrich, Festung im Meisterschaftsmodus einnimmt, bekommt ihr richtig viel XP. Das ist aber dann nochmal schwieriger. Genau, hier werden wir nochmal im Menü. Hier, das sind die Sachen, das sind meine Grafik-Qualitätseinstellungen. Ne, ein paar Sachen sind sogar auf hoch. Ihr könnt, wie gesagt, wirklich alles da einstellen. Und ja, das waren die Screenshots. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, mein Far Cry 4 Review war das jetzt und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein geiles Spiel. In der nächsten Zeit kommen noch sehr, 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 sehr viele Folgen von Far Cry 4. Nur ist das Problem, ich kann aufnehmen. Ja, es leckt dann noch nicht. Es passt alles gerade so. Aber nach dem Aufnehmen ist es... Ich nehme mit Bandicam auf, Vollversion, ist alles wunderbar. Nur nach dem Rendern ist es immer noch 1 GB groß bei 30, 40 Minuten Aufnahme. Und ich habe nur eine 16K-Leitung. Downloaden tue ich mit 1,6 bis 1,8 MB die Sekunde. Aber Upload ist halt nur knapp 300 Kbit die Sekunde. Und das ist halt so scheiße. Deswegen muss ich gucken, wie ich das am besten mache, dass ich nicht zu lange Aufnahmen mache. Und das schauen wir mal. Irgendwie machen wir das schon. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle mit diesem Bild hier. Haut rein, meine Freunde. Euer Manfred. Schaut gerne vorbei. Ihr könnt auch das Video gerne teilen und was weiß ich nicht alles. Und es kommen auch Telefonverarschen demnächst wieder. Und die Musik, die ihr im Hintergrund hattet, das ist auch von Far Cry 4 ein Musikstück. Welcome to Kyrat oder Kyrat, wie auch immer das. Die einen sagen so, die einen sagen so. Ist ja auch egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend, meine Freunde, und haut rein, bis zum nächsten Mal.